Herzlich willkommen bei Grimdark Vox, deinem deutschsprachigen Warhammer und Tabletop-Kanal. In der heutigen Folge befasse ich mich im Detail mit dem Update-Datenblock der letzten Woche. Dieses enthält viele Regelveränderungen und Anpassungen der einzelnen Fraktionen. Kerngefechtsoptionen und die Grundregeln wurden geändert. Es gibt zwei wichtige Dokumente, die zu beachten sind. Es gibt einmal den Update-Datenblock und dann gibt es das Kernregel-Update, das in einem gesonderten Dokument erschienen ist, aber zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Ich werde mir größte Mühe geben, um dir all diese Veränderungen auf Deutsch näher zu bringen. Die vielen Veränderungen führen auf jeden Fall dazu, dass sich das Spiel jetzt wie eine 10.1-Version der neuesten Edition anfühlt. Gehen wir aber zuerst jetzt auf den Update-Datenblock ein. Nachdem im letzten Update-Dokument bereits Anpassungen an die Änderungen der Kosten von Gefechtsoptionen vorgenommen wurden, werden diese hier noch einmal über den Haufen geworfen. Jetzt ist es folgendermaßen. Wenn ein Modell oder eine Einheit eine Fähigkeit hat oder wenn es sonstige Regeln gibt, die es erlauben, Gefechtsoptionen auf 0 Befehlspunkte zu reduzieren, so werden stattdessen die Kosten jetzt um einen Befehlspunkt reduziert. Wenn eine Gefechtsoption also nur einen Befehlspunkt kostet, ist sie weiterhin kostenlos. Wenn sie allerdings 2 Befehlspunkte kostet, wird sie nach dem Anwenden dieser Regel weiterhin einen Befehlspunkt kosten. Dies betrifft beispielsweise Space Marine Captains, die bisher Gefechtsoptionen aus der Kategorie Kampftaktik gratis nutzen konnten. Und hier kommt dann auch die zweite Änderung ins Spiel. Wenn man die Kosten einer Gefechtsoption ändert, ist man nicht länger auf Gefechtsoptionen der Kategorie Kampftaktik beschränkt. Man kann dies jetzt also auf alle Gefechtsoptionen im Spiel anwenden. Die nächste Änderung lautet wie folgt. Wenn ein Modell die Kosten einer Gefechtsoption des gegnerischen Spielers erhöhen kann, so wird auch diese Fähigkeit geändert. Bisher hatten diese Modelle meist eine eigene Fähigkeit. Diese wird jetzt aber für alle gleichgesetzt und durch diese neue Fähigkeit ersetzt, die folgendermaßen lautet. Meister der Irreführung. Es handelt sich hierbei um eine Aura-Fähigkeit, die im Spiel eingesetzt werden kann, wenn sich ein gegnerisches Modell, das eine Gefechtsoption nutzen möchte, innerhalb von 12 Zoll meiner Einheit mit dieser Fähigkeit befindet. Jetzt können die Kosten, und zwar nur die Kosten der jetzigen Nutzung dieser Gefechtsoption, um 1 erhöht werden. Dies kann man im Spiel so oft einsetzen, wie man möchte, im Gegensatz zu vorher, wo dies nur einmal pro Spiel möglich war. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass die Kosten der Gefechtsoption jetzt nicht länger dauerhaft um 1 erhöht werden, sondern nur für die einmalige Nutzung. Dann gibt es noch eine Veränderung beim mehrfachen Nutzen von Gefechtsoptionen in einer Phase bzw. in einem Zug. Es ist jetzt nur noch möglich, Gefechtsoptionen mehrfach zu nutzen, wenn es Regeln gibt, die diese ganz spezifisch beim Namen nennen. Möchte man also beispielsweise mehrfach pro Zug Abwehrfeuer geben, so kann man dies nur mit einer Fähigkeit tun, die sich konkret auf Abwehrfeuer bezieht. In der Praxis bedeutet dies allerdings auch, dass Einheiten, die bisher eine Gefechtsoption nutzen konnten, die bereits von einer anderen Einheit genutzt wurde, dies nicht mehr tun können, wie es beispielsweise vorher der Space Marine Captain konnte. Nutzt man im Spiel eine Gefechtsoption, die das Auswählen von Zielen verhindern soll, so muss man Folgendes beachten. Wenn diese Gefechtsoption bisher die Vorgabe machte, dass Fernkampfattacken nur innerhalb von 12 Zoll möglich sind, so erhöht sich diese Zahl jetzt auf innerhalb von 18 Zoll. Die letzte Anpassung von Gefechtsoptionen bezieht sich auf solche, die es einer Armee ermöglichen, eine Einheit neu hinzuzufügen. Während diese Gefechtsoptionen bisher unbeschränkt nutzbar waren, kann man sie jetzt nur noch einmal pro Schlacht einsetzen. Konkret bedeutet dies also, dass solche Armeen nur noch einmal pro Schlacht eine Einheit per Gefechtsoption, wohlgemerkt, zurückbringen können. Diese Regelung hat aber keine Auswirkungen auf Armeen, die dies per Armeeregel tun können, wie zum Beispiel die Symbiontenkulte. Der Update-Datenblock enthält dann noch sehr viele Anpassungen der jeweiligen Fraktionen. Die meisten haben Veränderungen bekommen. Dazu gehören Anpassungen der Armee oder Kontingenzregeln, Gefechtsoptionen und Datenblätter. Da dies an dieser Stelle allerdings den Rahmen sprengen würde, sollte sich jeder Spieler dieses Dokument anschauen, um die Veränderungen bei seiner eigenen Armee festzustellen und für das nächste Spiel zu übernehmen. Den Link zum gesamten Update-Datenblock-Dokument findest du in den Shownotes. Kommen wir zum zweiten Regel-Update-Dokument. Dieses heißt im Englischen Core Rules Update und befasst sich mit den Kernregeln des Spiels. Hier hat sich einiges getan und so werden zum Beispiel Bewegungsregeln oder auch indirektes Feuer und vieles mehr verändert. Dies hat große Auswirkungen auf die 10. Edition und jeder Spieler sollte sich daher in Ruhe mit diesem Dokument auseinandersetzen und die Veränderungen in sein Regelbuch übernehmen. Fangen wir an. Eine grundlegende Veränderung gibt es bei der Fähigkeit, Modelle neu aufzustellen nach der Aufstellung. Einige Armeen hatten bisher die Möglichkeit, dies zu tun, nachdem festgestellt wurde, welcher Spieler den ersten Zug hat. Dies wird nun über die Grundregeln so abgeändert, dass eine Neuaufstellung immer nur möglich ist, bevor entschieden wurde, wer anfängt. Alle normalen Regeln zur Aufstellung zählen hier weiterhin, wie zum Beispiel die Fähigkeit Infiltratoren.
Wenn beide Spieler eine Einheit neu aufstellen können, so beginnt der Angreifer mit der Neuaufstellung der ersten Einheit. Einen Zusatz gibt es in den Regeln ebenfalls zum Thema Kohärenz von Modellen. Wenn ein Modell einer Einheit bei der Aufstellung nicht in Kohärenz aufgestellt werden kann, so darf die ganze Einheit nicht aufgestellt werden. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn man Einheiten aus der Reserve holt oder sie per Schocktruppen aufstellen möchte. Wenn eine Einheit eine Bewegung durchführt und diese nicht so durchführen kann, dass alle Modelle am Ende in Kohärenz zueinander stehen, so darf diese Bewegung nicht durchgeführt werden. Die Modelle werden dann auf ihren Ausgangspunkt zurückgestellt. Eine wichtige Regel, die der Update-Datenblock mit sich bringt, ist das Thema Regeln, die außerhalb einer Phase genutzt werden. Es gibt mehrfach die Möglichkeit, Dinge im Spiel zu tun, die nicht in der normalen Spielabfolge passieren, wie zum Beispiel das Schießen während der Angriffsphase eines Gegners per Abwehrfeuer oder einige Einheiten haben die Fähigkeit zurückzuschießen, wenn sie beschossen werden. Wenn eine Einheit eine solche Fähigkeit nutzt, so darf sie keine anderen Regeln benutzen, die normalerweise während der dazugehörigen Phase greifen würden. Hier soll das Beispiel eines Whirlwinds dienen. Wenn dieser beispielsweise mit Abwehrfeuer schießt, so kann er nicht von der Fähigkeit Sperrfeuerbombardement profitieren, da er nicht in der eigenen Schussphase schießt. Wenn eine Regel einen Effekt appliziert, der eine gewisse Dauer hat, so halten diese Effekte auch dann an, wenn die betroffene Einheit beispielsweise in ein Fahrzeug ein- oder aussteigt oder wenn die angeschlossene Einheit sich durch einen Angriff auflöst. Anhaltende Effekte halten im Spiel immer so lange, wie die angegebene Dauer festgelegt hat. Die Kernregeln werden ebenfalls noch einmal angepasst, wenn es um das Erhalten von Befehlspunkten geht. Neben dem einen Befehlspunkt, den jeder Spieler am Anfang der Befehlsphase generiert, darf jeder Spieler nur maximal einen zusätzlichen Befehlspunkt pro Schlachtrunde bekommen, egal aus welcher Quelle. Spielt man beispielsweise die Ultramarines und hat Manius Kalgar dabei, der einem in der eigenen Befehlsphase einen zusätzlichen Befehlspunkt generiert, so kann man keinen weiteren Befehlspunkt mehr erhalten, wenn man am Ende seiner Runde, während man das Missionspaket Pariah Nexus spielt, zum Beispiel eine taktische Mission abwirft. Normalerweise würde dies einen Befehlspunkt generieren, da man allerdings schon einen Befehlspunkt über Kalgar bekommen hat, ist dies dann nicht mehr möglich. Jeder Spieler ist also auf maximal 15 Befehlspunkte pro Spiel beschränkt. Die einzige Ausnahme hierfür sind die Konglomerate der Votan und die imperialen Ritter. Sollte eine Regel eine Einheit in der Erschütterungsphase dazu zwingen, einen Erschütterungstest unter der Sollstärke durchzuführen, so muss diese Einheit keinen weiteren Erschütterungstest durchführen, wenn sie ebenfalls unterhalb halber Sollstärke ist. Wenn eine Einheit erschüttert ist, so gelten auch immer alle Modelle dieser Einheit als erschüttert. Dann gibt es noch eine Anpassung bei der Bewegung der Modelle, die sehr große Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Modelle dürfen während ihrer Bewegung beliebig gedreht und geradeaus über das Schlachtfeld geschoben werden, solange sie den Bewegungswert nicht überschreiten. Wenn die Base eines Modells durch einen Engpass im Gelände passt, so passt auch das ganze Modell hindurch. Allerdings muss das Modell am Ende der Bewegung vollständig aufgestellt werden können, damit es eine solche Bewegung durchführen darf. Bewegungen in einer geraden Linie werden von einem Punkt des Modells aus gemessen. So kann man zum Beispiel die Spitze des Modells vorne nehmen und den Bewegungswert so auslegen, dass die Spitze des Modells nachher wieder genutzt wird, um die Distanz zu messen. Alternativ kann man aber auch den hinteren Teil der Base oder des Modells nehmen und von dort aus die Distanz messen. Wichtig dabei ist, dass auch hier der Bewegungswert nie überschritten werden darf. Neu ist an dieser Stelle, dass das Regelwerk den Begriff Drehpunkt oder im Englischen Pivot einführt. Modelle können um ihre zentrale Achse gedreht werden und der Drehpunktwert beträgt für alle Modelle hier 0 Zoll, falls nicht anderweitig angegeben. Fahrzeuge und Monster haben einen Drehpunktwert von 2 Zoll, falls nicht anders definiert. Eine Ausnahme bilden hier Fahrzeuge und Monster mit einer runden Base und auch Flugzeuge, die ebenfalls einen Drehpunktwert von 0 haben. Bei der Bewegung werden die Zoll, die sich ein Modell bewegt, ganz normal vom Bewegungswert abgezogen, solange sich ein Modell geradeaus bewegt. Wenn sich ein Modell während der Bewegung dreht, wird der Drehpunktwert von der Gesamtbewegung abgezogen. Bei einem Infanteriemodell wird also nichts abgezogen, weil hier der Drehpunktwert 0 beträgt. Wenn sich ein Panzer bewegt und sich dreht, so werden 2 Zoll von der Gesamtbewegung abgezogen. Wichtig ist zu beachten, dass der Drehpunktwert nur einmal während der gesamten Bewegung abgezogen werden kann, egal wie oft sich das Modell während dieser Bewegung dreht. Persönlich finde ich dies eine der besten Änderungen der Grundregeln, weil es bisher sehr viel Schätzung und Absprache mit dem Gegner gebraucht hat, um hier klare und faire Bewegungen mit großen Fahrzeugen zu ermöglichen. Jetzt zieht man einfach die 2 Zoll vom Bewegungswert ab und fertig. Wenn ein Fahrzeug die Fähigkeit Feuerplattform hat, so gibt es auch hier einen kleinen Zusatz für die Regeln. Hier wird jetzt klargestellt, wie der Einsatz von Feuerplattformen genau funktioniert. Diese Fähigkeit kann nur eingesetzt werden, wenn die Einheit im Fahrzeug in dieser Phase noch nicht geschossen hat. Waffen mit einmaligem Einsatz dürfen dabei nicht genutzt werden.
Die Einheit der zum Schießen gewählten Modelle kommt bis zum Ende der Phase ebenfalls nicht mehr in Frage zu schießen. In der Praxis bedeutet das Folgendes. Wenn ein Rhino beispielsweise Feuerplattform 2 benutzt, um zwei Modelle aus dem Inneren schießen zu lassen, der Spieler würde zwei Plasmagewehre auswählen, diese überhitzt schießen lassen und beim anschließenden Riskantwurf zwei Einsen würfeln, so würden 6 tödliche Verwundungen auf das Fahrzeug angewendet. Wenn diese ausreichen, um das Rhino zu knacken und die Insassen dabei gezwungen werden auszusteigen, so können diese anschließend nicht mehr schießen, weil sie bereits in dieser Schussphase aus dem Fahrzeug heraus geschossen haben. Wenn man eine Einheit zum Schießen auswählt, so muss mindestens ein Modell dieser Einheit ein in Frage kommendes Ziel haben. Diese Regel verhindert nicht, dass eine Einheit zum Schießen in Frage kommt, sie soll allerdings verhindern, dass eine Einheit zum Schießen ausgewählt wird und dann auf nichts schießt, um vielleicht eine andere Regel oder eine Fähigkeit auszulösen. Das Regelupdate enthält außerdem eine Klarstellung für tödliche Verwundungen. Wie bisher werden tödliche Verwundungen in Warhammer 40.000 immer einzeln abgehandelt und verursachen dabei auch immer nur einen Schadenspunkt. Keinerlei Rüstungs- oder Rettungswürfe können genutzt werden, um diesen Schaden abzuwehren. Natürlich steht es einer Einheit immer noch frei, die Fähigkeit Verletzungen ignorieren zu benutzen. Wenn eine Einheit, die tödliche Verwundungen verursacht, mit Präzision angegriffen hat, so kann der angreifende Spieler die tödlichen Verwundungen einem Charaktermodell der angegriffenen Einheit zuteilen. Tödliche Verwundungen, die aus verheerenden Verwundungen oder das Resultat eines verpatzten Riskanztests sind, können nicht weiterhin auf andere Modelle überspringen. Wenn der Schaden einer Attacke abgehandelt wird, so werden normale Attacken immer zuerst abgehandelt, bevor tödliche Verwundungen angewendet werden. Eine der größten Veränderungen gibt es bei der Waffenfähigkeit indirektes Feuer. Wie bisher wird der Trefferwurf, wenn eine Einheit indirekt schießt, also das Ziel nicht sichtbar ist, um -1 modifiziert. Jetzt ist es allerdings auch so, dass unmodifizierte Trefferwürfe von 1 bis 3 immer automatisch scheitern. Dies bedeutet also, dass nur Trefferwürfe von 4 aufwärts überhaupt als erfolgreiche Treffer gewertet werden können. Das Ziel einer solchen Attacke profitiert auch weiterhin automatisch von Deckung. Auch bei der Waffenfähigkeit Riskant gab es einige Veränderungen. Misslungene Riskant-Tests töten nicht mehr automatisch das Modell, das mit einer solchen Waffe geschossen hat, sondern sie fügen 3 tödliche Verwundungen zu. Für jede 1 bei einem Risikotest gilt folgende Reihenfolge beim Abhandeln. Enthält die Einheit ein bereits verwundetes Modell, das mit einer riskanten Waffe geschossen hat, so werden diesem zuerst die tödlichen Verwundungen zugeteilt. Ansonsten wird ein anderes Modell der Einheit mit einer solchen Waffe gewählt und erst wenn keiner dieser 2 Punkte zutrifft, wird ein Charaktermodell mit einer riskanten Waffe gewählt, um die tödlichen Verwundungen anzuwenden. Wichtig ist, dass hier die bisherigen Regeln immer noch gelten, sodass der Schaden nicht auf ein weiteres Modell der Einheit überspringen kann, wenn das Modell mit der riskanten Waffe bereits zerstört wurde. Ich versuche mal hier ein konkretes Beispiel zu nennen. Wenn ein 10er-Trupp Seuchenmarines 2 Plasmawaffen überhitzt schießt, müssen 2 Risikotests durchgeführt werden. Wenn dann eine 1 geworfen wird, so stirbt ein Seuchenmarine, da er 3 tödliche Verwundungen erhält, aber nur 2 Lebenspunkte hat. Der 3. Schadenspunkt verfällt und kann nicht auf einen anderen Seuchenmarine überspringen. Falls Riskantwaffen in der Angriffsphase des Gegners per Abwehrfeuer genutzt werden, werden die tödlichen Verwundungen erst nach der Beendigung der feindlichen Angriffsbewegung zugeordnet. Dies soll verhindern, dass ein Spieler absichtlich ein hohes Risiko eingeht, um möglicherweise durch sterbende Modelle die Angriffsbewegung des Gegners zu verlängern. Die Waffenfähigkeit Zusatzattacken bekommt ebenfalls eine kleine Klarstellung. Im Nahkampf können eine oder mehrere Waffen mit Zusatzattacken neben der einen Nahkampfwaffe bzw. dem einen Nahkampfprofil genutzt werden, die für den Angriff ausgewählt wurden. Die Attackenanzahl von Waffen mit Zusatzattacken kann nur dann verändert werden, wenn eine Regel explizit den Namen der Waffe nennt. Gegen kritische Verwundungen, die eine Waffe mit verheerenden Verwundungen verursacht, können weder Rüstungs- noch Rettungswürfe gemacht werden. Diese fügen, nachdem jegliche anderen Verwundungen abgehandelt wurden und Modifikatoren angewandt wurden, eine Anzahl an tödlichen Verwundungen in Höhe des Schadenswertes der Attacke zu. Und auch hier noch einmal zur Erinnerung, springt der überschüssige Schaden der einzelnen Attacken nach dem Tod eines Modells nicht auf die anderen Modelle der Einheit über. Anbei ein kleines Beispiel zur Konkretisierung. Wenn einem 5er-Trupp Chaos-Legionäre 3 verheerende Verwundungen mit jeweils 3 Schaden zugewiesen werden, sterben nur 3 Modelle der Einheit. Die Einheit bekommt also nicht insgesamt 9 tödliche Verwundungen, sondern nur 6, da jede verheerende Verwundung nur maximal ein Modell töten kann. Der eine Schadenspunkt, der über die 2 Lebenspunkte der Modelle hinausgeht, verfällt jeweils. In Warhammer 40.000 gibt es viele Möglichkeiten, die Profilwerte von Einheiten zu modifizieren. Es gibt allerdings einige Einschränkungen, die nun auch in den Kernregeln festgehalten werden. Der Bewegungswert kann nicht unter 1 Zoll modifiziert werden, der Widerstand kann nicht unter 1 gehen, der Rüstungswert kann nicht 1 plus oder besser sein, der Moralwert einer Einheit kann nicht 4 plus oder besser sein und er kann auch nicht 9 plus oder schlechter sein.
Der Missionskontrollwert kann nie unter 0 fallen. Auch die Modifizierung von Waffenprofilwerten wird nun eindeutig geregelt. So kann die Reichweite nicht unter 1 Zoll fallen, die Attackenanzahl nicht unter 1, das Kampfgeschick und die ballistische Fähigkeit können nicht 1 plus oder besser sein, die Stärke einer Waffe kann nicht unter 1 fallen, der Durchschlag kann nicht unter 0 fallen und der Schaden kann nicht unter 1 fallen. Die einzige Ausnahme, die es hier gibt, ist, wenn eine Fähigkeit eindeutig sagt, dass eine Waffe oder eine Attacke 0 Schaden verursacht. Eine der Besonderheiten der 10. Edition ist die Möglichkeit, Einheiten Anführer anzuhängen. Hier enthält der Regelkommentar ebenfalls noch einige Klarstellungen. Wenn das letzte Leibwächtermodell einer angeschlossenen Einheit zerstört wird, wird jedes Charaktermodell zu seiner eigenen Einheit. Wenn ein oder alle Charaktermodelle aus einer angeschlossenen Einheit sterben, wird die Leibwächtereinheit zu einer eigenständigen Einheit. Dies passiert immer erst, nachdem alle Attacken der angreifenden Einheit abgehandelt wurden. Wenn eine Einheit, die Teil einer angeschlossenen Einheit ist, zerstört wird, so zählen die Schlüsselwörter, die sie durch das Anschließen erhalten hatten, nicht für etwaige Regeln, die im Falle eines Todes einer solchen Einheit ausgelöst werden würden. Tötet man beispielsweise den Leibwächterteil einer angeschlossenen Einheit, so zählt dies nicht als das Töten einer Charaktereinheit, auch wenn eine angeschlossene Einheit das Schlüsselwort Charakter trägt. Die Regelanpassungen betreffen dann auch noch einige der Kerngefechtsoptionen. Der Befehlswiederholungswurf kann jetzt auch bei schnellem Würfeln eingesetzt werden. Man muss also nicht länger die Attacken einzeln abhandeln, wenn man sich nicht sicher ist, ob man einen Befehlswiederholungswurf einsetzen möchte. Wenn man also einen der üblichen in Frage kommenden Würfe wirft, so kann man einen der verpatzten Würfel wiederholen. Als Beispiel, wenn man 5 Trefferwürfe auf einmal gemacht hat, darf man nun einen dieser Würfel neu würfeln, egal welcher es ist. Die Gefechtsoption Wahnsinniger Mut wurde bereits im letzten Update-Datenblock verändert. Diese Gefechtsoption kann nur vor einem Erschütterungstest genutzt werden. Der Erschütterungstest wird dann automatisch bestanden. Dies kann auch nur einmal pro Schlacht gemacht werden. Auch die Granatengefechtsoption bekommt einen Regelzusatz. Es ist nicht möglich, diese einzusetzen, wenn eine Einheit vorgerückt oder zurückgefallen ist oder bereits in dieser Runde geschossen hat. Wenn man die Gefechtsoption einsetzt, wählt man ein Granatenmodell der Einheit, die das Granatenschlüsselwort trägt. Dieses Modell muss sich innerhalb von 8 Zoll zu der sichtbaren gegnerischen Einheit befinden und darf nicht in Nahkampfreichweite zu dieser sein. Man wirft dann 6W6 und für jede 4+ bekommt die gegnerische Einheit eine tödliche Verwundung. Alle Freunde von Panzern werden sich über die Änderung der Panzerschock-Gefechtsoption freuen. Diese wird genutzt, nachdem ein Fahrzeug eine Angriffsbewegung gemacht hat. Im Gegensatz zu bisher wird nicht länger der Stärkewert einer Nahkampfwaffe gewählt, sondern der Widerstandswert des angreifenden Fahrzeuges. Für jeden Punkt des Widerstandswerts darf man einen W6 würfeln und bei jeder 5+ erhält die gegnerische Einheit eine tödliche Verwundung bis zu einem Maximum von 6 Stück. Auch wenn dies die Imperialen oder die Chaosritter etwas schwächt, die bisher mit einem Stärkewert von bis zu 20 auf ihren Nahkampfwaffen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hatten, alle 6 Verwundungen zu schaffen, so ist die Gefechtsoption jetzt doch endlich von allen möglichen Panzern und Fahrzeugen nutzbar. Die Gefechtsoption Blitzangriff bekommt eine Klarstellung, dass diese auch eine Aufstellung per Schocktruppenfähigkeit ermöglicht. Diese Klarstellung ist nötig wegen der vorhin erwähnten außerhalb einer Phase-Regel, da sie nicht in der eigenen Bewegungsphase genutzt wird. Dies wurde allerdings bisher bereits so gespielt, also ändert sich in der Praxis hier eigentlich nichts. Die Änderungen von Abwehrfeuer stammen ebenfalls aus dem letzten Update-Datenblock. Hier diese Änderungen nochmals zur Erinnerung. Abwehrfeuer kann nur eingesetzt werden, wenn die gegnerische Einheit sichtbar ist und diese Gefechtsoption kann nicht von titanischen Einheiten genutzt werden. Sie ist weiterhin nur einmal pro Runde einsetzbar. Heroische Intervention wird um einen Befehlspunkt günstiger. In meinem eigenen Umfeld wurde diese bisher kaum genutzt und mit der Punktereduzierung wird diese Gefechtsoption sicherlich interessanter. Vor allem, da sie jetzt auch zum Teil kostenlos genutzt werden kann, zum Beispiel von Space Marine Captains. Es gibt da noch eine kleine Anpassung der Regeln von Ruinen. Imperiale Primarchen und Belisarius Call werden explizit genannt und somit können sich diese Modelle ebenfalls durch Ruinen hindurch bewegen. Die Sichtlinienänderungen stammen bereits aus dem letzten Update-Datenblock. Titanische Modelle werden nun auch von Ruinen verdeckt und können dahinter nicht gesehen werden. Sie können allerdings gesehen werden und herausschießen, wenn sie sich innerhalb einer Ruine befinden. Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen müssen sie sich nicht vollständig innerhalb der Ruine befinden, um herauszusehen oder herauszuschießen. Die letzte kleine Ergänzung der Regeln betrifft die Armeezusammenstellung. Wenn bei dieser ein besonderer Kriegsherr bestimmten Einheiten das Schlüsselwort Linientruppen gibt, so greift dies bereits im Schritt 5 der Armeezusammenstellung, auch wenn der Kriegsherr eigentlich erst im Schritt 6 gewählt wird.
Das Dokument enthält ebenfalls noch ein FAQ, also Fragen und Antworten zu bestimmten Regelsituationen, die sich jeder Spieler einmal durchlesen sollte, da sie ebenfalls einige Unklarheiten aus dem Weg räumen können. Ich hoffe, dass in Kürze eine deutsche Fassung dieses Dokuments erscheinen wird. Am Ende des Dokuments befindet sich dann noch der Regelkommentar. Hier werden bestimmte Situationen nochmals klargestellt, um auch die letzten Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Da dieser Teil allerdings sehr umfangreich ist, gehe ich an dieser Stelle nicht darauf ein. Das waren jetzt also die sehr umfassenden Regeländerungen, die vor kurzem erschienen sind und die sicherlich das Spiel nochmal stark verändern werden. Außerdem ist vor kurzem ein neues Missionspaket erschienen, das neue Haupt- und Sekundärmissionen mit sich bringt und ebenfalls das Spiel auf kompetitivem Niveau neu ausrichtet. Solltest du nach dieser Menge an Informationen noch immer Fragen haben, dann stell diese am besten in den Kommentaren oder direkt auf unserem Discord-Server, wo wir bereits eine große Datenbank an Fragen und Antworten haben. Dort kannst du dich auch mit den anderen Spielern unterhalten, deine Spielerfahrungen teilen oder auch gemalte Modelle zeigen. Ich würde mich an dieser Stelle auch sehr freuen, wenn du bereit wärst, Grimdark Vox ein wenig zu unterstützen. Dies kannst du am besten tun, indem du deine nächste Bestellung über einen unserer Affiliate-Links tätigst, bei Taschengelddieb oder PK Pro, oder uns eine Tasse Kaffee per Ko-fi ausgibst. Und nicht vergessen, like und abonniere, und der Imperator schützt auch dich vor dem ewigen Krieg.